Auszug einer Rede des heiligen Johannes Chrysostomus, auch Goldmund genannt. Der heilige Chrysostomus war Erzbischof von Konstantinopel. Er ist bekannt als Doktor der frühen Kirche. Und seine Reden haben Einfluss bis in die heutige Zeit, sodass sie auch jetzt immer noch verlegt werden. Ein Auszug einer dieser Reden möchte ich gleich wiedergeben, weil sie mich wirklich auch sehr beeindruckt hat. Der heilige Chrysostomus war ein hochgelehrter Mensch und hat aber seine Reden so verständlich gebracht, dass jeder Mensch sie auch verstehen konnte. Er hatte als Asket in der Wüste gelebt und es ist bekannt von ihm, dass er während 2 Jahre sich nicht niedergelegt hatte. Also er hat diese Zeit nur sitzend oder stehend verbracht und sich von ganz wenig Nahrung ernährt, sodass er gerade am Leben geblieben ist. Er hat also wirklich ein Leben sehr großer Entbehrung hinter sich. Er hatte sehr viel Mut, auch die Missstände seiner Zeit anzusprechen, innerhalb der Kirche und auch staatliche Machtausnutzung anzusprechen. Deswegen war er in höheren Kreisen nicht bei allen Menschen beliebt. Und das führte sogar so weit, dass er aus der Stadt verbannt werden sollte. Von dieser Zeit stammt diese Rede. Er durfte dann nach einiger Zeit auch wieder zurückkehren aus seiner Verbannung, aber das war zu dem Zeitpunkt noch nicht gewiss. Mit diesen Worten hatte er sich an seine Gemeinde gewandt. Ich denke, dass sie auch gerade jetzt für uns in dieser Zeit vor der Trübsalzeit sehr wichtig sind. Auszug aus seiner Rede. Hoch türmen sich die Wellen, heftig braust der Sturm. Doch wir fürchten uns nicht, unterzugehen, stehen wir doch auf dem Fels. Mag das Meer auch toben, den Fels kann es nicht zerbrechen. Mögen die Wellen sich überschlagen, das Schiff Jesu können sie nicht zum Kentern bringen. Was sollen wir fürchten, sag mir, den Tod? Leben ist für mich Christus und Sterben Gewinn. Das Exil? Dem Herrn gehört die Erde und alles, was auf ihr ist. Die Beschlagnahme von Besitztümern? Nichts brachten wir mit in diese Welt und es liegt auf der Hand, dass wir auch nichts mitnehmen können, wenn wir sie verlassen. Was die Welt erschreckt, ist mir nicht die Rede wert. Woran sie sich erfreut, verspotte ich. Weder fürchte ich die Armut, noch begehre ich Reichtum. Der Tod erschreckt mich nicht, noch auch wünsche ich zu leben, es sei denn um eures Fortschritts willen. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Welche Worte? Du bist Petrus, Fels, und auf diesem Fels will ich meine Kirche bauen, und die Pforten der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Die Kraft des Fleisches schwand dahin, doch die Macht des Glaubens ließ nicht nach. Der Körper erschöpfte sich, doch die Gesinnung wurde erneuert. Die körperliche Substanz löste sich auf, doch die Gottesfurcht blieb bestehen. Ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung der Welt. Christus ist bei mir. Was sollte ich fürchten? Selbst wenn Stürme sich erheben gegen mich, wogende Meere, der Zorn der Mächtigen, all das ist für mich geringer als Spinnengewebe. Und wäre es nicht um eurer Liebe willen, hätte ich mich nicht geweigert, schon heute wegzugehen. Denn allzeit sage ich, Herr, dein Wille geschehe. Nicht, was dieser oder jener will, sondern was du willst, Herr. Dies ist meine Burg, dies ist mein unverrückbarer Fels, dies ist mein zuverlässiger Stab. Wenn Gott will, dass dies geschehe, so geschehe es. Will er, dass ich hier sei, so ist es mir recht. Wo immer er will, dass ich sei, ich sage ihm Dank. Lasst euch von niemandem beunruhigen, verharrt in den Gebeten. Ich bin bereit, mich 1000-mal zur Abschlachtung hinzugeben um euretwillen, womit ich keineswegs eine Gunst erweise, sondern vielmehr meine Pflicht erfülle, denn der gute Hirte gibt sein Leben hin für die Schafe. Ja, möge man mich 1000-mal hinschlachten, mir 1000-mal den Kopf abschlagen. Ein solcher Tod ist für mich Fundament der Unsterblichkeit. Solche Anschläge sind für mich Anlass zur Sicherheit. Euer Lebenswandel leuchte vor den Menschen.
Lassen wir unser Salz nicht schal werden, sondern verherrlichen wir Christus. Danken wir ihm. Denn in Leiden ist jeglicher Sieg hinterlegt und mit Kämpfen wird der Kranz bereitet. Himmlischer Vater, wir danken dir für das wunderbare Leben und Worte des heiligen Chrysostomus. Wir bitten dich, hilf auch uns, damit wir die Missstände nicht einfach akzeptieren, sondern deinen Willen tun, egal was es koste. Gib du uns dazu die Kraft, den Mut und deine Stärke. In Jesu Namen. Amen. Gottes Schutz und Segen begleite dich auf allen Wegen. Amen.